Ja, das ist ihm geläufig, denke ich, ja. Aber er wüsste nicht, was es für ein Zauber ist, aber er wüsste wahrscheinlich, dass ich irgendwas gemacht habe und Ja. ja, und ich würde dann sagen, Magie, irgendwas leicht, wenig. Ich wäre sehr kryptisch. Ja, sorry, jetzt dürft ihr wieder. Ich wollte nämlich jetzt auch noch vorhin fragen, ob ich damit irgendwas anfangen kann, jetzt wo Gurtag vor meinen Augen halt diesen Zauber spricht, ob ich damit irgendwie was anfangen kann, bisschen Also lernen kann. es gilt als der bekannteste Zauber überhaupt, by the Unter den way. Elfen, Also, ne? nee, unter allen. Ich weiß nicht, was ACH ist für eine Klasse, aber auch Magier, Gioden, Druiden, Hexen, Scharlatane, ich weiß nicht, was noch dabei war. Schamane oder sowas? Nee, nicht Schamane, Ja, es irgendwas anderes. ist dieses Magie. Schelme, Schelme. Und wie gesagt, Achat oder ACH, ich weiß nicht genau, was das für eine Klasse ist, aber ja, ist praktisch bei jedem bekannt Also und bekannt ist ein es Spruch. dir natürlich und ja, aber es ist ja halt jetzt so in der Praxis nicht Ja. wirklich geläufig. Ne? Du hast es gar nicht, oder, Jojo? Ich bin mir gerade nicht sicher. Was komisch ist, hier steht nämlich bei ein Spruch, über den alle Zauberkundigen recht früh verfügen können und sollten. Ja, Interesting. aber Im Ver bei Elfen ist es halt so, er konnte sich selbst aussuchen, was er da wollte. Deswegen. Interessant. Aber ja, wer weiß, wenn das dein Interesse weckt, ich glaube ja, also jetzt mal off-topic, dass Gurtag ja lehren kann. Ne? Ja, jetzt kann es. Yay, ich Wäre kann auch lernen. Es vielleicht bringt gerade jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit, sich da, wenn ihr was. unterwegs seid. Aber gut. Ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen, denn bei der Repräsentation und Verbreitung steht noch was. Vielleicht ganz interessant für die Zuschauer, es tut mir leid. Im Vergleich zur intuitiven Gabe Magiegespür ist er deutlich gezielter, sicherer und wissenschaftlicher. Häufig wird der Spruch als Verbreitung, als Vorbereitung einer Analyse mit dem ja, Analys gesprochen. Ein gesundes Magiegespür wiederum erleichtert den Odem. Was auch immer ein gesundes Magiegespür ist, Ein aber. gesundes Magiegespür. Okay. Das ist. Also, ich habe doch relativ hohe Magiekunde, aber keine Ahnung, ob das ein gesundes Magiegespür ist. Vielleicht spricht es auf die Sonderfertigkeit Magiegespür an. Also, die gibt es ja auch, aber keine Ahnung. Ja, sorry, wir können gern weitermachen. Jedenfalls noch so ganz kurz erwähnt, also wie halt Gurtag diesen Spruch, diesen Zauber anwendet, gucke ich mir das natürlich auch noch so ein bisschen an und murmel halt auch nur so, interessant, aber ja, genau, alles weitere, ob ich sowas vielleicht mal lernen kann oder so, wird man ja sehen, dass Das könnt ihr gerne aber na gut, er kann lehren. könnt ihr, wie gesagt, Ja. in Smalltalks heute noch Ja. bewerkstelligen. Auf jeden Fall, also ganz weltlich ist es das auch nicht. Ich habe von dieser Sage auch schon gehört, aber hab der nie viel Beachtung geschenkt. Wisst ihr, wo das Ganze angefangen hat? Und ich spreche zum Wirt, weil er bei mir am nächsten ist und sie redet ja. Das liegt schon einige 100 Jahre zurück, meine ich sogar. Ich habe vieles darüber gehört, aber nein. Es ist aber auf jeden Fall hier in unserer Region immer wieder passiert. Immer wenn irgendjemand, wie war das noch gleich? Etwas. Ich weiß nicht mehr genau. Es ging um irgendeine Sache, die man vorhatte. Moment mal, was hat. Ach, das sagt er eh schon die ganze Zeit. Ist ja auch nicht glaubwürdig. Oder irgendwas für Ihr seine Frau holen. sprecht von dem Geschenk für seine Frau, nicht Ja, wahr? aber das sagt er ja schon die ganze Zeit. Daran kann es wohl auch nicht liegen. Oder hat er es heute wirklich vorgehabt? Ich weiß es nicht. Was wisst ihr darüber? Was für ein Geschenk? Er hat sich nicht weiter erläutert, er ist dann einfach weitergezogen. Ach, immer nach so seinem sechsten Bier fängt er an, darüber zu reden. Er hat da irgendwas in Jugendzeiten vergraben. Und er will all seine Fehler wieder gut machen, wenn er das mal ausgräbt. Er sagt schon die ganze Zeit, er macht's morgen, morgen. Und ja, er sitzt ja dann eh nur wieder hier. Wir haben uns darüber lustig gemacht, aber ja, Er das war wohl das letzte Mal. hat also nie erwähnt, um was es sich genau handelt, was er da vergraben hat. Nein, irgendwas Wertvolles oder so. Das ist allerdings komisch, denn der Sage nach soll sich dieser, was auch immer es ist, Reiter, nur jemandem entledigen, der ihm gefährlich werden könnte. Das wird Und ich aber. weiß nicht, wie dieser alte Säufer hier mehr als seiner Leber gefährlich werden könnte. Ich weiß ja nicht, was dieses Geschenk sein soll, aber
Vielleicht hat es ja irgendwie die Möglichkeit gehabt, dass es diesen Reiter gefährlich werden kann, auch wenn ich noch keinen Zusammenhang sehe. Wir sollten uns vielleicht mal da danach umschauen. Wisst ihr, wo er es vergraben haben könnte? Hat er es euch jemals erzählt? Er hat immer ein Geheimnis draus gemacht. Es soll hier in der Nähe wo sein, aber er hat es nie verraten. Nicht mal nach seinem 10. Bier. Ich verstehe. Gurtag, kann Nivis vielleicht irgendetwas tun, um das zu suchen? Ich schaue Nivis an und ich frage sie einfach. Weiß sie, ob sie etwas damit da tun kann? Also sie würde jetzt auf jeden Fall erstmal an ihm schnüffeln. Wir können jetzt und seinen Geruch aufnehmen. Okay, gut, das macht sie schon mal. Und währenddessen dürft ihr alle mal Sinnesschärfe würfeln. Ich schaue dabei eigentlich auch auf Nivis. Die ganze Zeit, weil ich ja mit dir kommuniziere. Nicht, dass das notwendig ist, aber so eine Eigenart. Irgendwas Schweres oder so? Nee, ne? Ganz normal erstmal. Ich guck dann, sehr gut, was er so macht. Gut, was übrig. Es läuft. Schauen wir mal, ja. Es läuft. Sind die Würfel für vier Würfe? Ja. Vier Würfe, vier Rules? Geil. Das wird gleich sich ganz, ganz sicher schlagartig ändern und dann werden wir alle sterben. Beim zweiten Abenteuer, wenn es drauf ankommt, dann geht's wieder los. Ja, oder gleich noch an diesem Abend. Pass auf. Ja, sehr gut, Jojo. Aeon. Jojo, Aeon. Ja. So, ja, hat gepasst. Okay. Ja. Nivis muss ja auch Sinnesschärfe würfeln? Nee, nicht unbedingt. Nivis ist ja gerade bei dem Toten. Wenn es um Hören geht, wäre sie voll dabei, by the way. Sie kann sehr gut hören und sehr gut riechen. Nee, sehen nicht so gut. Da macht sie nicht mit, okay. Die anderen auch nicht. Nivis untersucht da auch nochmal. Kann da dir aber auch nicht viel irgendwas weitergeben. Während sie noch weiter schnüffelt, untersucht und guckt, verspürt ihr beide aber eine sehr plötzlich auftauchende Kälte. Ich schaue von Nivis weg und sehe Aeon an und sage, spürst du das? Ja, was ist das? Und ich blicke so ein bisschen um mich herum. Als du dich, Aeon, umblickst, als du quasi mehr oder weniger hinter dich schaust, siehst du auf einmal total lebensfroh den alten Knacker mit einem Bierglas in der Hand. Na, willst du jetzt? Das hören die anderen und sehen die anderen übrigens nicht. Aber den Erschrecker von Aeon hat man wohl gemerkt. Ja, aber ich sehe das auch nicht, obwohl mir kalt ist. Dir ist nur kalt, ja. Was ist los, Aeon? Hast du was gesehen? Aber... Immer noch so schüchtern. Wie kann das sein? Ich gucke natürlich jetzt nochmal auf die Stelle, wo der alte Mann tot lag, also zum Tresen rüber. Der liegt da immer noch, ja. Fun. Der alte Sack lässt er noch nie in Ruhe, ne? Aeon, was ist los? Aber du bist doch tot. Du liegst doch da. Ja, sieht nach mir aus, oder? Egal, komm, trink einen mit mir. Wie kann das sein? Was? Merke ich, dass er... Geist redet. Alle schauen natürlich total verdutzt Aeon zu, der irgendwie Selbstgespräche führt oder in diese eine Wand starrt. Da das ja... Nivis bekommt das nicht mit? Nivis merkt nicht, dass da irgendwie was ist? Also sie hat sich dann von der Leiche auch ein bisschen abgewandt und das dann... Aber gerade sie sollte doch sowas mitbekommen und sich hier Feld sträuben und da so. Ist euch ja auch nichts jetzt so Fremdes ist, von wegen Kälte, Geist etc. Habt ihr jetzt letztens damit zu tun gehabt. Ja, natürlich kannst auch du da eins und eins zusammenzählen, dass er wohl damit mit Geist redet. Ich gehe auf jeden Fall an Eons Seite. Nicht wirklich alarmiert, da er auch nicht sehr alarmiert zu sein scheint. Hole Nivis zu mir und frage Aeon, ein Geist, Aeon? Ist er feindlich gesinnt? Ich brauche erstmal so einen kurzen Moment, um Gurtag überhaupt wahrzunehmen.
Ich ignoriere übrigens auch den Wirt und die Schankmaid, weil... Ja, die schauen eh nur total verdutzt und verwirrt. Ja, okay. Er ist es. Er steht direkt vor mir. Wer? Der Säufer? Ja, den wir... Der eigentlich tot sein sollte. Soll ich ihn bannen oder sollen wir ihn nach dem Geschenk fragen? Und er meint das völlig todernst. Also er sagt das sehr trocken. Einfach schaut zu Eiern hoch und sagt das. Während der Säufer ihn wahrscheinlich dabei hört, wenn es wirklich ein Geist ist. Ja, ich versuche mich nochmal. Ich versuche mich nochmal. Oder ja. Wollte schon jetzt irgendwas. Ja, ich wollte gerade noch, während Nevis dann vor mich tritt und ihn so ein bisschen anknurrt. Ich denke mal, ihr gefällt das nicht unbedingt, wenn da Geister in der Nähe sind. Ion, bevor du was machen kannst, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, du hast ja Totenangst. Oh, crap. Ja, wir haben es ja jetzt noch nicht ausgespielt, aber jetzt steht da noch sowas, ja, Geist untotenmäßig vor dir. Ich wäre dafür, dass du würfelst mit einer Schwernis von 4. Du hast es ja zum Glück nur auf 2. Also, Schwernis von 4. Ja, also 6 oder drunter und dann kriegst du vielleicht doch ein bisschen zu viel Panik in dem Moment. Schwernis von 4? Ja, er hat's ja auf 2. Also muss er jetzt nur 6 oder drunter würfeln. Aha. Wow. Das geht doch. Also, nee, nur wenn er 6 oder drunter hat, dann hat er Totenangst. So rum. Also ist es ja schaffbar, dass es ihm nicht passiert. Ach so, weil er es auf 2 hat, okay. Genau. Ist ja, geht das halt, von 0 bis 20? Weil es halt ein negativer Wert ist. Also, ja, aber geht das von 0 geben, bis 20 oder 0 bis 5, oder? Geben kann man es sich bis 10. Theoretisch könnte es auch höher werden durch Einflüsse etc. Aber ja, er hat es ja nur auf 2 gehabt und jetzt auf 6. Und dann ist es aber eigentlich, es tut mir leid, Jojo, aber dann ist es ja eigentlich schon eine 4, die er würfeln muss und dann nochmal 4 drauf, sind 8, nicht 6. Oder? Weil dann zählt die 2 ja doppelt auf W20. Ich weiß nicht, ob du das so machen willst, aber... Nee, das, ja, man nimmt das nicht doppelt. Nee. Das ist so. Interesting. Also nur, ja, einfach mal würfeln, Jojo. Ein W20. Ach so, ich dachte, ich muss jetzt auf irgendwas... Nee, würfel. Du würfelst jetzt auf Totenangst. Ach so, okay. Aber du hast, es gibt keinen Wert Totenangst, es ist halt nur ein Nachteil. Es ist dein Nachteil, genau. Was ist es denn? Ich sehe es nicht. 14? Es ist eine 14. Ja, alles gut. Recht im Block. Dann hast du keine Totenangst, alles gut. Nur wenn du drunter gewesen wärst, dann hätte sie gewirkt. Aber... Merke ich, dass er so ein bisschen damit kämpft? Er ist so, also, dass er gerade gegen seinen leicht am Zittern, weil das ist jetzt doch ein bisschen zu viel für ihn und also vielleicht alles, vielleicht ein bisschen stammelt, jetzt nur noch herausbekommt, was so passiert. Ich möchte ganz kurz was nachgucken. Eine Sekunde bitte. Mhm. Es ist Zauber, die alle im Kopf zu haben und das über die lange Zeit, ist schon nicht einfach. Also das... Heißt das im Grunde, dass jetzt dieser Nachteil hier, also im Grunde ist es schon immer so ein bisschen präsent, aber so eine richtig krasse Auswirkung hat es jetzt halt noch nicht, weil ich noch drunter gewürfelt habe, oder? Genau, ich sag's mal so, diese Nachteile, die ihr euch da gegeben habt, das sind negative Eigenschaften, so nennt man die. Die gehen halt bis maximal 10 kann man sich die selbst geben, da habt ihr ja damals die Punkte und so bekommen. Und, aber die gehen noch höher, Theoretisch, ja. Okay. Ich erwarte da theoretisch, dass man die charakteristisch selbst ausspielt, wenn man halt so, du hast jetzt einen Wert von 2 und da kann man durchaus, wenn man einen Toten sieht, kann man da theoretisch halt schon mal erstmal Panik haben. Wenn man es nicht tut, wie in dem Fall, gut, dann erwarte ich eventuell eine Probe. Ich würde an sich die Probe, glaube ich, vorziehen. Die mache ich, glaube ich, dann selbst. Ich finde, das macht es ein bisschen besser. Das könnt ihr auch cool tun. Also ihr könnt es rollenspieltechnisch machen oder halt würfeln, wie ihr wollt. Ja, das ist ja beides praktisch. Wenn du würfelst, ist das ja auch noch rollenspieltechnisch. Ja, klar. Wird dir halt die Entscheidung abgenommen, ob du gerade in dem Moment wirklich so handeln würdest oder so. Genau. Dann kann man jetzt ziemlich willkürlich sein und kann ja, da mal ja sagen, da mal nein. Und sonst wird es ja durch den Würfel bestimmt. Finde ich fast besser, wenn es durch den Würfel bestimmt. In dem Fall ist eine 2 natürlich gering, aber was ich gerne mache, so ähnlich wie beim Bruchfaktor von Waffen, wenn man mal trifft, wenn man dann mal Angst hat, dann erhöhe ich das um einen Punkt. Also dann wieder negativ. Das ist ja auch assi, ey. Nö, das ist schon okay. Ja, für dich, natürlich ist das für dich okay. Also ich kann damit leben, ne?
Also wenn es mal in Fahrt kommt, ne, dann hat man im Grunde nur noch Schiss vor sowas. Ja gut, aber da kann man ja oder andere Maßnahmen. Sachen. Stell dir mal Valar vor mit ihrer Goldgier. Ja. Wenn die dann mal auf 10 ist, dann haben wir richtige Probleme. Das wird lustig, ja. Weil dann würdest du dem König noch den goldenen Nachttopf unterm Hintern wegstehlen wollen. So gierig ist sie. Also herzlichen Glückwunsch. Nee, aber in dem Fall, ja. Ihr könnt fortfahren. Wo waren wir dran? Ach so, ja, ich sehe, dass Ion gerade gegen seinen Drang kämpft. Und leider kann ich nicht das machen, was ich wollte, weil der Zauber nicht dafür applicable ist. Ich packe ihn am Arm und sage, Ion, reiß dich zusammen. Du scheinst der Einzige sein, der ihn sehen kann. Okay, das erübrigt die Frage, ob ihr das auch sehen könnt. Ihr da... Ach nein, leider nicht. Ich wende mich halt nochmal so zu diesem Southbolt zu. Sagt, ihr seid ermordet worden. Könnt ihr euch nicht erinnern, wer das getan habt? Ich hab gesoffen, was weiß ich? Keine Ahnung, ich lieg doch immer so da, obwohl... keine Ahnung. Ist doch egal, ich hab heute was Großes vor. Wollt ihr mitkommen? Ihr nehmt euren Tod aber sehr gelassen, mein Herr. Halt du mit deinem Tod hier, ich will meine Frau glücklich machen hier. Das könnte schwierig werden jetzt in eurem Zustand. Wieso? Ehrlich gesagt, ich fühle mich heute so klar. Das habe ich noch nie morgens gehabt. Das glauben wir sofort. Ja. Der beste Mann. Nachdem er gemerkt hat, dass Ion sich wieder gefangen hat und hört, wie er redet, aber sonst die andere Seite nicht hört, sagt er so, Ion, was sagt er? Er redet immer noch von diesem Geschenk für seine Frau, was er holen möchte. Nicht über seinen Tod, ne? Der hat ja Probleme. Ich weiß. Vielleicht kann er uns helfen, das zu finden. Das wäre vielleicht ganz gut, um zu ergründen, was hier vor sich ging und vielleicht es aufzuhalten. Er bietet uns sogar an, dass wir mit ihm kommen und es gemeinsam holen. Ja, so schlecht klingt das nicht. Die Alternative wäre, ihn zu bannen. Und dann hätten wir ihn spätestens morgen wieder am Hals, also. Nein, ich denke, das ist lieber nicht so ein Zweck der Sache. Ja, lieber gleich das Unheil aus der Welt schaffen. Das sehe ich genauso. Und Nivis entspannt sich ein bisschen mehr, als sie merkt, dass ich auch nicht wirklich angespannt bin. Und schaut mich an, die Ohren gespitzt und gibt so ein Laut von sich. Dann so, Gurtak meint dann so ihr, ja, ich glaube, wir müssen dem alten Saufbold auch noch einmal helfen. Oder er uns, das werden wir sehen. Und Nivis kommt wieder an seine Seite. Mhm. Entspannter. Ich denke mal, nur das wird seiner Seele die ewige Ruhe geben. Also dann. Nun, ich könnte auch empfehlen, dass wir ihn in Stein betten, damit seine Seele in die ewige Ruhe ziehen kann, aber ich glaube, die Menschen halten davon nicht viel. Wir sollten erstmal das andere vorziehen. Ja, Gurtak geht erstmal zum Wirt, lässt Aaron jetzt da stehen. Was auch immer der Geist will, das werden wir dann später noch sehen. Und meint zum Wirt, Herr Wirt, werden Sie sich um die Leiche kümmern? Ja, ja. Ich denke nicht, dass wir die Zeit haben, ihn zu begraben. Ja, ja, wir werden das natürlich machen. Shelida berichtige noch Kaius, dass er ein paar herholen soll. Ja, schon. Ja, die Wache sollten wir auf jeden Fall benachrichtigen. Ja. Ich bin sehr gespannt, was Kaius dazu sagen wird, dass hier schon wieder... naja, das ist die Sache der Menschen. Und Kurtak dreht sich um und geht schon mal Richtung Tür. Und wendet sich dann um und ruft zu Ion. Ion, kommt der Saufbold nun oder nicht? Wie sieht es nun aus? Immer mit der Ruhe hier. Willst du nicht was trinken hier? Ich sehe ihn ja nicht, ne? Also wenn er das zu mir gesagt hat. Weil du ihn schon dahin gebracht hast zu mir. Nein, er hat so auch ein bisschen so einen Fokus auf Ion die ganze Zeit, weil er auch wahrnimmt, dass nur Ion ihn anscheinend sieht.
Jetzt trink doch mal. Hat er immer noch diesen entsetzlichen Geruch? Ich hoffe mal nicht. Der ist ein Geist. Du riechst jetzt die Leiche vielleicht, aber nicht er. Du riechst nichts mehr, nee. nicht mal sein doofes Bier, das er schon die ganze Zeit in der Hand hat, ja. Er hat immer noch ein Krug Bier in der Hand, oder was? Ja, die ganze Zeit, ja. Der weiß, wie man stirbt, ne? Der hat's drauf. ich werde noch dem Wirt zurufen, Herr Wirt, wir folgen dem Geist von dem Saufbold? Irgend so etwas. Wir kommen sicher später wieder, aber kümmern Sie sich um die Leiche und wir schauen mal, ob wir ausfindig machen können, was für ein Geschenk das sein sollte und wer das verursacht hat. Er nickt nur ein bisschen verwirrt und Ja, das würde ich auch denken und dann gehen wir. Jetzt ein bisschen off-topic, beziehungsweise, Ion, oh Jojo, was jetzt wieder? Herzlichen Glückwunsch. Du hast einen Nachteil freigeschaltet. Oh Gott, schon wieder? Jojo hat jetzt schon so viele. Was, verfolgt er mich jetzt auf ewig oder was? Wir machen es jetzt halt mal, ich weiß nicht, ob wir es das letzte Mal, wir machen es jetzt spruchreif. Du hast jetzt halt den Nachteil Medium. Oh, ach so, ja, das wird Zeit. Ich muss dir aber dazu sagen, ich werde es nicht als Nachteil unbedingt ausspielen. Es ist sowohl Nachteil als auch Vorteil. Also fühl dich bitte nicht bestraft damit. Du bist ja nicht so der Erste, den er hat, also wird schon dran gewöhnen. Nee, du hast es ja im vorigen Abenteuer, hattest du auch schon die Affinität gespürt, wo ich dich da hingeschickt habe. Und das lag halt daran, du hast halt keine Hintergrundgeschichte. Ich weiß, ich habe es nie vorausgesetzt, aber dann schreibe ich halt selbst so ein bisschen was. Und deswegen hast du irgendwie so die Affinität halt mit Verstorbenen, dass du die halt noch siehst, beziehungsweise, dass die Kontakt mit dir aufnehmen können. Das können halt, wie in dem Fall jetzt vielleicht etwas angenehme, beziehungsweise nette Leute sein. Das können aber auch mal richtig böse Verstorbene sein. Die von dir Besitz nehmen, ja. Das könnte im schlimmsten Fall passieren, da können wir aber darüber nochmal reden, wenn es passiert ist, dann geht es um in Sachen... Das hatten wir doch schon. Ja. Er hat doch schon nackt getanzt irgendwo. Genau. Und ja, er war nackt. Danke, dass du mich daran erinnerst. In Zukunft. Es kann passieren, aber ich gebe dir die Chance auf eine Selbstbeherrschung, Körperbeherrschungsprobe oder so. Körperbeherrschung ist eher. Und, Ich hätte sehr mentale Beherrschung gedacht, aber in der Richtung. Aber generell, du hast halt, ich sag's mal so, die Möglichkeit mit kürzlich Verstorbenen wahrscheinlich in Kontakt zu treten. Du kannst diese Fähigkeit, nenne ich es jetzt mal, noch nicht selbst steuern. Momentan muss, wie jetzt, kann es auf dich zukommen oder eben auch nicht. Es kann positiv und negativ sein. Aber eben weil, wie gesagt, es soll nicht nur ein Nachteil sein, es kann auch ein Vorteil sein. Es kann halt auch sein, dass im späteren Verlauf du diese Fähigkeit halt ausbauen kannst und selbst Kontakt suchen kannst. Vielleicht auch zu Leuten, die schon etwas länger verstorben sind. Um so, keine Ahnung, Informationen oder sonst wie was zu ergattern. Also das ist so der Hintergedanke. Jetzt halt für dein Spielerwissen natürlich, dein Charakter ist jetzt natürlich noch ein bisschen kaputt deswegen. Jojo hat sehr viel Glück, merke ich gerade. Er sammelt die Nachteile wie andere, weiß ich nicht, Unterwäsche von Frauen. Ich spiele es wird auch vorteilhaft sein, sehr vorteilhaft sogar teilweise. Echt manchmal sind. Das sagt der jetzt, Jojo. Pass auf, bis dann irgendein Geisterdämon auftaucht oder so und dir die Klöten abreißt. Ihr werdet in gewissen Situationen. bestimmt dankbar sein, wenn ihr einen Toten befragen könnt, was hier passiert ist oder sonst wie was. Also. Wenn er das jemals zu beherrschen lernt, was ich irgendwie nicht glaube, während er tanzt irgendwo auf dem Feld. Ja, das sind halt die Noobie-Probleme. Das ist halt... Ich verstehe. Zählt das als Einfluss, wenn ihn ein Geist in Besitz nimmt? Ist das ein Einflussmerkmal? Oder ein Beherrschungsmerkmal? Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Ich glaube, es geht. Was ist das, wenn er wirklich in Besitz genommen wird? Ist das mehr Beherrschung oder ist das mehr Einfluss? Es ist... Ja, das ist schwierig. Müsste ich mal nachlesen. Eben. Ich glaube, es ist Das wäre nämlich interessant, ich könnte dann zur Not was tun. Ja. Das ist halt schwierig, weil eigentlich, wenn es ihn wirklich in Besitz nimmt, ist es ja mehr Beherrschung. Wenn es ihn irgendwie, keine Ahnung, dazu bringt, dass er nur noch stottert oder so, ist es mehr ein Einfluss, hätte ich jetzt gesagt. Ich weiß nicht, weil die Beherrschung ist ja,
Weil der Geist fährt ja in ihn ein, in dem Fall dann. Ja. Ah, ich weiß nicht. Müssen wir echt mal nachlesen. Ja, das wäre nämlich interessant, weil dagegen kann ich vielleicht was tun. Mhm. Ich müsste nur wissen, was es ist, weil das macht schon einen großen Unterschied, welche Art von Sache das ist. Mhm. Ja, ich sage jetzt nicht, in welche Richtung, damit du es mir wieder schwerer machst. Nee, das würde ich ja auch nie absichtlich machen, also hallo. Nein. Also, nein, Quatsch. So ein Unsinn. Nee, aber wie gesagt, Julian, also den Nachteil darfst du dir gerne aufschreiben, also einfach Medium, aber wie gesagt, es ist Vor- und Nachteil. Ich würde es jetzt, du wirst sehen. Es kommen auch schöne ja, Seiten. Ja, das ich kenn's von Pillars, Jojo, das ist ganz gut eigentlich, nicht schlimm. Ja, generell ist es ja auch sehr interessant, muss man sagen, eine solche Möglichkeit zu haben. Das Einzige ist halt, wo ich mir denke, so, ja, zum einen ist der Wahlelf natürlich allgemein ein bisschen nicht ganz so gut drauf zu sprechen. Ich sage nur Totenangst. Was das Ganze natürlich so ein bisschen. Das macht's makaber, ja. Du bist der Beste dafür. Das ist sehr, sehr gute Ironie. Sumus, würde ich sagen. Nee, wer ist der Herr des Totenreichs? Ich weiß es gerade nicht. Gurtag sagt immer Sumu, also läuft. Ja, ist ja auch alles schön passend. Ihr seid ja gerade auf Borons Reich, also. Auf was? Borons Reich, also das ist so sein Gebiet. Also ach so, das Totenreich Boron, ja, genau, natürlich, ja. Boron war's. Der Drecksack, stimmt, ich erinnere mich. Ja, Boron, wir have fun, Jojo, das ist der schönste Gott, also. es gibt zwei schlimmere, definitiv. Ja, aber wenn du sagst, ich bin Boron-Gelehrter, dann gucken die Leute schon so an, so. Ja, wobei. Und du willst jetzt nicht, dass wir die Fackeln und die Seide holen und dich aufknüpfen, okay? Es geht. Also bei Beerdigungen werden die halt doch gerne gesehen zum Teil. Es ist nicht so negativ behaftet. Ja, aber das ist auch der einzige wahrscheinlich. Mhm. Ja. Also, naja, gut. Schön. Have fun, Jojo. Vielleicht wirst du auch ein Boron-Gelehrter. Das wäre sicher interessant. Der erste Elf, der Boron-Gelehrter ist. Und Totenangst habt. Ja, und Totenangst. Oh, schön. Boah, das ist ja so. Dann machst du, sollst du eine Zeremonie auf dem Friedhof machen und rennst schreiend davon. Geil. Ich fänd das mega gut. Wir müssen das irgendwie hinbekommen, dass du ein Boron-Gelehrter wirst. Mal gucken, ob wir einen Tempel finden irgendwo. Ich hab dich auch lieb. Oh, ich fänd das klasse. Oh, das ist super. Jojo ist einfach mal so ein Abenteuer nicht da und dann ist er auf einmal ein Boron-Gelehrter. Ich würde es gerade so vorstellen bei der Beerdigung. Wir sind heute versammelt. Ja. Er blickt zur Leiche. Eins. Ja. Oh. Oh, nein. Oh, damn. Oder irgendwie so, er würfelt halt ziemlich schlecht, so ein Crit. Und auf einmal setzt er so die Leiche in Flammen oder sowas. Sei vernichtet, untotes Gestalt. Und alle so da drumherum. Das war unser Onkel Ernie. Was? Was diese, tut ihr? Diese arme Seele, möge sie nur in Frieden ruhen. Ah, stirb. Ja. Brenn in der Hölle, Dämon. Ja, und dann ziehst du ihn danach wieder, ne? Dann kommt die Rache. Ja, eben. Dann hängt er die ganze Zeit am Rostimpel. Ja. Das wäre mega geil, weißt du? Dann hat er die ganze Zeit am Sack. Das wäre cool. Das wäre voll lustig. Ja. Ich fände das super. Echt. Und er sammelt dann so eine ganze Menagerie von Geistern, bei denen er so eine Scheiße lief. Und die gehen ihm dann die ganze Zeit auf die Nerven oder so. Oh mein Gott, das finde ich Sammlung. Ich fände das super. Hör bloß auf. Ich dachte schon, dass der alte Knacke mir jetzt da auf ewig und immer dann nachläuft oder so. Keine Angst. Während wir die Taverne verlassen, würde Gurtag dir eh sagen, Aion, wenn er dir zu sehr auf den Sack geht, dann banne ich ihn, okay? Also Sack würde er nicht sagen, aber ja. Wenn er dir sehr auf den Nerv geht, dann banne ich ihn. Kannst du ihm das ausrichten? Ah, bei seiner Art kann das schnell mehr als nur schnell genug passieren. Ja, es scheint oder beziehungsweise ist es schon öfter bei euch passiert? Dass ich Tote sehe? Sehen vielleicht beherrscht werden oder ähnliches. Und Gurtag sagt das mit zunehmendem Misstrauen Aion gegenüber, weil er jetzt nicht mehr sicher sein kann, ob wirklich Aion derjenige ist, mit dem er spricht. Du ja, siehst, wie er so eine Augenbraue hebt, während er dich so von der Seite aus anschaut. Vielleicht sollten wir in Zukunft vorsichtig sein, wer hinter eurer fleischigen Hülle steckt. Noch bin ich Herr meiner selbst, also macht euch da mal keine Gedanken, Gurtag. Hat Gurtag gesehen, wie er getanzt hat auf der Wiese? Verdammt nochmal, was hast du mit dieser Wiese immer? Warst du dabei?
Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube schon, dass wir noch alle, dass wir noch draußen standen, als er auf einmal anfing zu tanzen. Ja, ich fürchte schon. Und wenn, dann habt ihr es aus der Ferne bestimmt gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann ihr euch getan habt. Ja, sonst wären wir ja im Brunnen unten gewesen. Na, im Brunnen war das war doch der Weg dahin. Das war, als wir angekommen sind, meine ich. Okay, also müsste er es gesehen haben. Und dann würde Gurtag noch ein bisschen schnippisch antworten. Nun, ich werde sicher sehen, wenn ihr wieder anfangt zu tanzen. Aus heiterem Himmel. Und geht einfach weiter. Nivis klingt noch so, als würde sie so ein bisschen hechelnd lachen. Sie erinnert sich auch gerade sehr spöttisch daran. Und Gurta kann das in ihrem Geist lesen, aber Ion kriegt davon ja sonst nichts mit. Nur für die Zuschauer. Nivis fand das auch sehr lustig. Sie war zu dem Zeitpunkt sehr verwirrt, aber sie fand das sehr lustig. Und Gurtag sagt noch zu ihr, wie genau würde er das ausdrücken? Er sagt noch so, zu Nivis gewandt, so als wenn er mit ihr wirklich reden würde, so, ja, das wäre bestimmt lustig. Und du weißt nicht, um was es sich genau handelt. Ja, währenddessen murmel ich nur so ein bisschen in mich hinein. Mir scheint euer Bart bedarf mal wieder einer Rasur. Wagt euch nicht. Und da schaut er dich sehr böse an. Sehr böse. Und streicht sich durch den Bart, der wieder nachgewachsen ist. Sollte ein Zwerg niemals an den Bart gehen, sollte er es nicht erlauben. Merkt euch das, Elf. Ihr solltet ihr auch keinen Spaß. Dann hütet eure Zunge, was ihr über mich verlauten lässt. Und Gurtag lacht einfach so ein bisschen so. Und schlägt ihm so aufs Bein, weil viel höher kommt er nicht. Und sagt: Na los, lasst uns weiterziehen. Wo führt uns der alte Knacker hin? Ja, ich wende mich wieder den alten Mann zu. Na los, lasst uns gehen. Wo müssen wir denn hin? Ja, und er führt euch natürlich nach draußen und raus aus der Stadt und ab in die Wildnis, mehr oder weniger so ein bisschen in Waldgebiet ist ein bisschen übertrieben. Also es gibt da schon so ein paar Bäume, Büsche etc., Natur. Ja, wo genau, wisst ihr nicht. Auf jeden Fall fängt der alte Knacker, beziehungsweise schon die ganze Zeit erzählt er, Ion von seinem Leben. Das fängt an, als er ein Kind war, was er da so erlebt hat. Er redet die ganze Zeit durchgehend, weil er eigentlich, er will eigentlich eher auf den Punkt kommen, was er da vergraben hat und wie er seine Frau kennengelernt hat, aber er lässt sich immer wieder von anderen Dingen aus seiner Jugend dann wieder ablenken. Und ja, also falls ihr euch jetzt unterhalten wollt, beziehungsweise muss man halt immer wieder sehen, dass Ion vielleicht minimal abgelenkt ist von dem Geschwätz, dass er die ganze Zeit. Ich würde gerne seine Gedanken lesen können, damit ich es auch verstehe, weil das würde ich jetzt wahrscheinlich tun. Okay. Weil da sicher interessante Dinge dabei sind, mit denen Gurtag vielleicht was anfangen könnte. Ach, damn. Ich habe aber nichts dafür, um das zu machen. Ja. Trotz dieses Dauergelabers mal abgesehen, dürft ihr jetzt gerne natürlich euer eigentliches Vorhaben auf dem Weg dorthin beginnen. Also sagen wir mal so, Gurtag würde direkt merken, dass der Alte uns jetzt nicht wirklich direkt irgendwo hinführt, oder? So in etwa? Er gibt schon so ein bisschen eine Richtung vor, wo er meint, das. Aber es ist jetzt nicht wirklich so, dass wir müssen da jetzt sofort hin, sondern wir gehen also der würde auch innehalten, wenn ihr mal abweicht oder stoppt oder sonst wie was. Das liegt an euch, ja. Dann würde würde Gurtag ihm noch sagen, vielleicht sollten wir, während wir schon im Wald sind, uns ein bisschen auf die Jagd begeben. Vielleicht kommen wir ja automatisch schon dorthin, wo der Alte uns hinführt. Nur, wir brauchen unbedingt Vorräte und das wollten wir heute unbedingt erledigen, wenn ihr euch erinnert. Ich habe leider, wie schon erwähnt, diesmal super wenig vorbereitet. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal die Map von dem Prolog, falls ihr das noch kennt. Das ist halt Wald. Ja, das ist ja auch nur 2 Jahre her, der Prolog. Ja, ne? Ist schon weit her, ja.
Ja, ist ja nicht so wichtig, wie der Wald ausschaut. Hauptsache genau, Wald, aber, fertig. Ja, Hauptsache grün. Eben. Das Haus da unten, das Haus da unten gibt's nicht, fertig, so. Ja, das Haus war super, by the way. Was antwortet Ion da drauf? Das gefragt wegen Proviant besorgen, ne? Ja, dass wir jagen, dass wir Kräuter sammeln, also dass wir uns ein bisschen nebenbei anders beschäftigen, weil der Alte uns ja jetzt nicht gerade wirklich irgendwo hinführt. Also schon in eine Richtung, aber ja, mehr so grob. Ohne uns zu sagen, wo es hingeht. Ich schau bloß genervt zu Gurtag rüber. Ja, das würde mich wenigstens von ihm etwas mehr ablenken. Ich kann's nicht mehr hören. Gurtag würde noch sagen, ja, Ion, wenn wir wissen, worum es sich handelt hier, dann kann ich ihn bannen, wie gesagt. Sag mir nur Bescheid. Und dann würde er noch sagen, aber bevor wir loslegen, gebt mir ein paar Minuten. Und also würde Ion zustimmen? Stimmt Ion zu? Sagt er, okay, warten wir? Also du meinst jetzt, weil du noch irgendwas machen willst, oder wie? Ja, ja. Er würde einfach nur sagen, gebt mir noch ein paar Minuten. Du kannst ja zustimmen oder du kannst sagen, nee, wir müssen weiter, also wir müssen los. Also, will dir nur die Chance geben, da was zu sagen. Ja, nee, ich bleib halt dann auch kurz stehen und warte, was Gurtag jetzt okay vorhat. Auch wenn ich mir schon fast denken kann. Nevis weiß, was Gurtag vorhat und sie setzt sich schon mal, oder sie legt sich schon mal hin, denn Gurtag... Oh nein. Nein, nicht sowas, pass auf. Gurtag legt sich einfach auf den Boden. Ausgestreckte Arme auf den Boden. Ich würde sogar sagen, für komischen Effekt mit dem Gesicht in den Boden. Okay. Und es steht hier nicht spezifisch. Ja. Und genau genommen steht hier sogar genauso. Der Geode legt sich mit ausgestreckten Gliedmaßen auf den Boden und lässt die Kraft der Erde durch seinen Körper pulsieren. Mhm. Also er würde dabei noch sagen, ah, hier fühle ich mich zu Hause. Und legt sich einfach auf den Boden, so wie er ist, ne, mit Schuhen und allem. Und bleibt so 15 Minuten lang. Ja, der... 15 volle Minuten. Okay, nee. Unser verstorbener Freund meint dann so zu Ion, sag mal, was ist mit deinem kleinen Freund da los? Können wir weitermachen, oder? Okay, nee, Moment. Das halte ich keine 15 Minuten aus. Also vielleicht 5 Minuten, aber dann wird erstmal einen Einspruch gegeben. Versuchst du dich mir zu nähern und mich zu stören, oder redest du nur mit mir? Also ich stehe momentan, also ich stand jetzt daneben, habe mich auch ein bisschen noch kurz umgeguckt, und nach so 5 Minuten eben meine ich halt so zu dir, sag mal, willst du da jetzt hier ein Nickerchen machen oder was wird das? Ich reagiere nicht. Du hörst nur manchmal ein zufriedenes Seufzen. Solltest du zu nahe kommen, wird Nevis dazwischen gehen, by the way. Nur zu, also nur so, dass ich das schon mal vorab gesagt habe an den Meister. Ich muss übrigens noch würfeln. Nur zur Info. Okay. Aber ich will das gerade, dass er das ausspielt, weil das ist voll lustig. Ja. Oh, weil ich das auch noch nie gemacht habe. Ja. Ja, bitte, Ion. Ja gut, weiß ich ja nicht, deswegen ich näher mich schon Gurtag, weil ich jetzt total baff bin, was jetzt los ist. In dem Moment würde Nevis aufspringen, sich zwischen uns stellen und dich nicht wirklich boshaft, aber schon anknurren. So dass du dich mir nicht nähern sollst. Und ich bin immer noch voll selig, super drauf, sage nichts, aber du merkst schon so, ich bin entspannt und ich bin in so wie in tiefer Meditation versunken. Okay. Jemand tippst an deiner Schulter. Du, ich glaube, der ist besoffen. Wir sollten ihn einfach liegen lassen. Ah, das ist so gut. Gibt's hier irgendwelche Erleichterungen oder Erschwernis oder sowas? Nein. Okay, wir sind in einem Wald, ne? Wir sind in einem Wald? Ja. Schon richtig? Ja, weltliche Gegend. Ist jetzt nicht so dicht mit Bäumen, aber ja. Die Frage ist, gilt da meine Affinität noch, Humus bzw. Erde? Ja, durchaus, ja. Ja? Wie viel Erleichterung wäre das? Was wär's denn standardmäßig bei Wald? Ich meine 2 Punkte, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Es könnten auch
Es könnte auch 4 gewesen sein, aber ich weiß es nicht. Dann machen wir es. Ja, machen wir 2. Ja. Ich muss es nochmal nachgucken nach der Session, aber dann sage ich das auf jeden Fall nochmal, wie es wirklich ist. Ja. Ist ja nicht so schlimm, wenn wir es jetzt nur, aber ja, Hauptsache Clem ist eine Erleichterung. 2 wird schon passen, ja. Ist gelungen. Es war übrigens für die Zuschauer der Zauber 1 mit der Natur. Und der bewirkt jetzt, sofern ich 15 Minuten mache, also 3 Spielrunden sind auf 15 Minuten, ist richtig, ne? Mhm. Habe ich richtig in Erinnerung, ja. Dann die Talentwerte des Geoden in Fährtensuchen, Orientierung, Wettervorhersage und Wildnisleben steigen um ZFP-Punkte. Er entwickelt zudem einen spezialisierten Gefahreninstinkt in Höhe von ZFP-Punkten, der ihn vor typischen naturgegebenen Gefahren der Gegend andeutungsweise warnt, zum Beispiel vor Raubtieren, Giftpflanzen, Treibsand, Lawinen oder dünnem Eis, nicht jedoch vor Zivilisationsgefahren wie Fangeisen oder Straßenräubern. Da er sich intuitiv richtig verhält, erleidet er nur den halben Schaden durch Klima und Landschaft, Kälte, Hitze, Dorn etc., den ein Nicht-Verzauberter verspüren würde. Der Wert dieses Gefahreninstinkts, der nur für diese speziellen Merkmale gilt, kann auf eine eventuell vorhandene gleichnamige Gabe addiert werden. Die Wirkung gilt nur für die Art von Umgebung, in der der Geode den Zauber ausgeführt hat, also zum Beispiel für Wald, in dem Falle der Wald, wenn er sich auf Waldboden gelegt hat, für Steppe, Gebirge oder Schneewüste innerhalb von Siedlungen, Gebäuden oder dämonisch pervertierter Landschaft wirkt der Zauber nicht. Ja, also im Wald in dem Falle wird er wirken und anscheinend 2 ZFP. Immerhin. Okay. Mhm. Also auch 2 ZFP Gefahreninstinkt. Warte, ich muss gerade noch eintragen, dass ich den Zauber gemacht habe. Okay. Gut. Wenn Ion die 15 Minuten auch durchhält, bevor er weitergeht einfach oder so, ich weiß es ja nicht, ob er mich einfach liegen lassen würde. Nee, also ich habe jetzt natürlich auch gemerkt, dass Nevis mich da auch nicht näher ranlässt und ja, ich weiß ja nicht, ob ich das so ein bisschen merke, was Nevis mir damit sagen will, aber gut, es ist natürlich schon deutlich, dass ich da mich ihm also nicht nähern soll. Also du hast Tierkunde, du solltest erkennen, wenn irgendein großes Tier dir sagt, keinen Schritt weiter, praktisch. Also ich denke schon, dass dein Elf das könnte. Dass er das auf jeden Fall erkennen würde, dass er sehen würde, okay, ich bleib besser hier stehen und geh nicht noch einen Schritt vor. Da fällt mir ein, was noch ganz interessant wäre, also gerade bei Nevis, ich weiß ja nicht, ob sie jetzt immer noch so ein bisschen mehr unter Kategorie Tier oder auch so ein bisschen unter intelligentes Wesen fällt. Das wäre debattierbar, ja. Sie hat eine relativ hohe Klugheit, also von daher. Ja, auf zumindest jeden für ein Fall Tier eine sehr hohe. Höher wie ein Tier auf jeden Fall, ja. Aber ist sie damit schon ein intelligentes Wesen? Ist es wahrscheinlich für irgendwelche Zauber oder ähnliches? Ich finde schon, dass sie dazu zählt. Allein. Als Vertraute. Also wäre halt nur mal so Interesse dem Vorteil Empathie, wo es halt heißt, dass man mit dieser Gabe halt so die Stimmung und das Wesen von intelligenten Wesen erfassen kann. Ja, das kannst du auf jeden Fall bei ihr auch teilweise erkennen. Also Empathie also, ist ja würdest mehr auf die Menschen etc., aber bei Nevis würde ich schon sagen, ja, auch. Würde ich auch, ja. Also dem stimme ich auf jeden Fall zu. Und du würdest einfach von ihr mitbekommen, dass sie ist ja nicht feindlich gesonnen oder sowas. Du spürst nur, dass du vielleicht da ein bisschen zu weit gegangen bist und nicht näher gehen solltest. Also du bist einfach hast eine Schwelle übertreten, die du nicht übertreten solltest und Nevis weiß warum, du weißt es jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber es ist schon besser, dass du nicht näher kommst. Ja gut, das war natürlich mehr als nur deutlich für mich zu erkennen, so oder so, denke ich mal. Daher ja, sichtlich genervt. Sehr gut. Drehe ich mich erstmal um und wende mich nochmal diesen alten Southbolt zu, der mich ja vorher schon wieder angequatscht hat. Darf ich noch ganz kurz sagen, bevor du mit dem redest? Ich finde es super, dass der ausgeglichene, naturverbundene Elf genervt ist und praktisch nicht die Geduld aufbringt, die paar Minuten zu warten auf den naturverbundenen Zwerg. Das ist super. Ich glaube, der Besoffene hinter ihm hat ihn schon so sehr gereizt, weiß nicht mehr. Wahrscheinlich, ja. Aber super geil. Ja, eben. Ich will den Typen loswerden und nicht noch ewig irgendwie hier rumpausen und Rasten einlegen. Für Gurtag ist es halt nichts Besonderes, was er da macht, sondern es ist halt, was er immer tut und schon lange nicht mehr tun konnte und deswegen erklären würde er sich dann nicht. Also.
Vor allem, da du ja auch naturverbunden bist. Du bist ja ein Elf, also solltest du ja wissen, was los ist. Ja, ich habe mich auch schon mega auf die Wälder gefreut und dachte, ich könnte mich hier auch mal ein bisschen entspannen, aber aktuell habe ich da irgendwie so ein bisschen andere Prioritäten. Ja, das ist halt das Problem als Medium, ne? Ja. Du kannst gerne jetzt mit ihm reden, sorry. Ich wollte das nur noch kurz dazu sagen, weil das fand ich super. Ja, jedenfalls merkbar ein bisschen genervt von der ganzen Situation. Drehe ich mich erstmal um und wende mich diesen Saufbold halt wieder zu. Sagt, wisst ihr, oder könnt ihr mir denn eigentlich erzählen, nach was wir genau suchen? Und wie weit ist das überhaupt noch entfernt? Ach, du hast ja immer noch nicht vor meinem Glas getrunken. Erst wenn du davon trinkst, bist du mein Kumpel. Ach, eher niemals. Es ist ein Geisterkrug. Wie schlimm kann es schon sein? Naja, ich meine, ich kann mich noch erinnern, wie das in real gerochen, gestunken hat, daher... Das erinnert mich damals, als ich zum ersten Mal gesoffen habe. Die Geschichte muss ich euch erzählen. Und er fängt an, eine Geschichte zu erzählen, wo du schon das Gefühl hast, dass es mindestens 2 Stunden dauert. Ich versuche ihn zu unterbrechen. Überreden. Bevor... Moment. Der ist gerade richtig schön dabei. Das wird so gut werden. Da kommt noch einiges auf uns zu jetzt. So, es war, glaube ich, Gesellschaft. Jawohl. Ich sehe schon kommen, das, glaube ich, wird nichts. Ja. Ich dachte es mir schon. Ja. Und 2019-10, wow. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, das kann man doch nicht trinken. Und er so, doch, du musst das mal probieren. Und ja, es geht halt weiter. Kann ich nochmal überreden würfeln? Es wird, du kannst nochmal probieren, aber dann wird es erschwert um 3. Es wird immer schwieriger. Dann ist es eigentlich eh schon rum. Ich ignoriere ihn genervt und ich gucke mich mal so ein bisschen in der Umgebung um, ob ich vielleicht irgendwie währenddessen was Nützliches finden kann. Vielleicht nochmal kurz ein bisschen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du so genervt bist, dass du eine Erschwernis auf alles bekommst. Ich weiß, oder ich so einen Schluck von diesem widerlichen Zeug nehme, aber ich bin noch nicht bereit dazu. Eigentlich ist hier und da ganz viel, hier hüpft da mal was rum, da was vielleicht, da erinnert dich was jagen vielleicht, ein bisschen den Kopf freikriegen. Genau, weil ich wollte nämlich zum einen mal noch so kurz ein bisschen Umgebung abgucken, ob ich da rein zufällig irgendwelche brauchbaren Bären oder sowas in der Richtung finde. Und, ja genau, das würde ich eigentlich mal als erstes machen. Erstmal so ein bisschen kurz ein bisschen umgucken in der Umgebung, auch so ein bisschen die anderen im Blick behalten. Erstmal nach Bären gucken. Naturkunde, hast du das? Wenn er nach Bären schaut, ist Pflanzenkunde. Pflanzenkunde. Bären, ja, okay. Wenn du nur nach Bären schaust, ja, dann mach Pflanzenkunde, ja. Vorerst. Ja, auch wenn er nach Kräutern schaut oder sowas und so. Brauchst du immer Pflanzenkunde. So. Pflanzenkunde haben wir gesagt, ne? Mhm. Okay. Jagen wird halt schwierig, weil da gibt's keinen Skill für. Ja, dann. Vielleicht irgendeine Mischung aus Pferden suchen und Wildnisleben oder so. Genau. Sehr komisch. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist, also wie die Regeln dazu sind im Jagen. Doch, mit Pferden zu fängt man auf jeden Fall an. Aber gut, erstmal Pflanzenkunde, ja? So, ja. Irgendwie dauert das heute immer ein bisschen. Kein Ding. Aber ja. Bei dem Wert? Guter Wurf. Ja, du findest tatsächlich ein paar Pflanzen, von denen du meinst, dass die vielleicht eine positive Wirkung haben, der Regenerative.
Ich will jetzt nicht immer wieder Einbären nehmen, weil es. Ja. Du regenerierst jetzt Schweißfüße. Nennen wir es einfach mal Pflanzen, wovon du weißt, dass man die ja, weiterverarbeiten kann zu sinnvollen Heilgegenständen. Ja. Also können wir das, weiß ich nicht, noch irgendwie ein bisschen genauer machen, dass wir sagen, ich habe jetzt so und so viele Pflanzen. Ja, natürlich. Würfel einfach mal den W6 und dann weißt du deine Zahl. Jo. So albern, drei Beeren. Ja gut, das ist... Oh, du hast da einen Busch in voller Blüte, du kriegst drei Beeren. Drei Blätter habe ich jetzt genommen von diesem Busch, genau. Ja, oder drei Kräuter, ja, drei Kräuterblätter. Ja, schreib drei Heilkräuter auf, dann... Ein Feld mit 20 Stauden, du kriegst drei Blätter. So. Den Rest hast du anscheinend verbrannt oder zerhackt mit der Machete. Okay. Okay, also sind jetzt drei Heilkräuter, Ja. Heißt das, ich muss die dann auch noch irgendwie verarbeiten oder kann ich die so... Kann man die theoretisch so verwenden oder essen? Wenn du die verarbeiten musst, kannst du es auch gleich verbrennen, weil wir haben niemanden, der wirklich gut Alchemie beherrscht, beziehungsweise einen, der das kann, aber niemanden, der ein Set für alchemistische Sachen hat. Also könnten wir das gerade haken. Genau, also rein theoretisch könntest du im Dorf die für, ich sag mal, etwas weniger Geld dann verarbeiten lassen, weil du hast für die Zutaten gesorgt. Da können wir dann drüber reden, wenn es soweit kommt. Statt 10 Gold oder statt 11,5 10. So. Nein, es gibt schon einen ordentlichen Rabatt. Entweder so oder man kann die auch instant theoretisch benutzen, aber dann halt mit einer deutlich geringeren Wirkung. Okay, alles klar. Ja. Okay. Gut. Ich hoffe, ich finde Beeren und nicht so einen Scheiß. Damit können wir nichts anfangen. Oder können wir überhaupt einen Tee aufkochen mit sowas? Weil. Ja, oder brauchen wir dafür auch schon ein alchemistisches Set? Nö, da kann man. Ich kann kochen immerhin. Ja. Also ich sollte in der Lage sein, Wasser warm zu machen und Blätter reinzuwerfen. Ja, hoffentlich. Ich glaube, das kriegt jeder hin. Also. Wirklich? Wow. Ich glaube, da müssen wir erst dafür würfeln und das wird dann wahrscheinlich erstmal. Ja, ich glaube auch, du musst rechnen können, du musst ja wissen, wie viele Blätter müssen da rein, du musst zeichnen können dafür, du musst es vorher aufmalen, damit es auch jeder versteht. Das muss man übrigens für die Alchemie, obwohl zeichnen nicht, das war Mechanik. Aber rechnen muss man zumindest können. Oh wow.